Können die hier... Moment. Bugfixing betreiben und wir haben ja gelernt, dass wir dann auch Polishing machen können. Dann lassen wir die Marketingkampagne noch rollen. Direkt auf Streamer. Na, ich glaube, das ist Geldverschwendung. Wir fangen mal an mit Internetanzeigen. Wenn es Marketing 100 ist, verkaufen sich ein bisschen mehr, meine ich, Kinemod. Aber so wie es im Vorgänger war, dass man praktisch Marketing anschmeißt und einen uralten Titel auf 100 bringt und der sich dann plötzlich wieder gut verkauft, das gibt's glaube ich nicht. Quality macht Bugs raus. Wir haben keine Zeit zum Polishing. So, großer Messestand. Darauf habe ich es abgesehen, dass wir das hier alles präsentieren können. Und dann gibt das wieder 20.000 Fans und bringt den Hype wieder hoch. Und jetzt haben wir 125 Millionen und jetzt bin ich nur mal am Gucken. Bald haben wir es. Das Spiel verkauft sich eigentlich recht ordentlich. Ich wollte gerade Marketing anklicken, als das hier aufploppt. Nee, die sind nicht negativ, sondern die bringen eigentlich überhaupt nichts. Ich kann es gleich nochmal zeigen, was die rot markierten Features genau darstellen. Können wir gleich mal reingucken noch. Ich glaube, wenn das durch ist, mache ich gleich das nächste Add-on. Ich muss das auch noch umstellen hier unten. Moment. Spiel vom Markt nehmen. Wo haben wir es? Da. Ich will, dass das draußen bleibt. Ja, ich bin auch am Überlegen, ob ich warten soll, ob es nochmal einen Preisnachlass gibt. Aber am Schluss warten wir ewig. Das ist halt auch so eine Sache. So, eigentlich sind wir drüber, da brauchen wir theoretisch... Haben wir da noch ein Spezialmarketing? Ja, aber jede Menge von. Dann mal eine Demo veröffentlichen. Es sind ja kaum Bugs drin, es ist zu 90% fertig. Bringt dann nur noch einen 10 Hype, genau. Dann Spezialmarketing Vorabversion. Spezialmarketing Überhype. Ich weiß nicht, ob das bei einem Add-on wirklich was bringt. Wir probieren es. Ich brauche dringend eine Motion Capturing Abteilung. Ich glaube, die hält mich gerade ein bisschen zurück. Selbst vertreiben. 29. Ich würde gerne mal wissen, wie viel digitale Versionen ich verkaufe. Also ob der Digitalmarkt schon so groß ist, dass es sich lohnt, digital zu verkaufen. Also ausschließlich digital. Fünf Wochen Lager ist genug. Pause, aber ich muss jetzt mal ein bisschen produzieren hier. So, hiervon brauchen wir mal... Wenn es genauso gut geht wie der andere. 1,5 Millionen. Und vom Software Manager selbst
Darüber Marktforschung geht zu gucken, wie viele Leute kaufen online. Das ist erst 22 Wochen am Markt. Ich glaube, das bleibt auch noch ein bisschen am Markt. So, Spezialmarketing. Demo veröffentlichen. Spezialmarketing Software Manager. Demo veröffentlichen. Und dann Marktforschung. Da steht nämlich noch 0% digital. Wir machen mal eine neue Marktforschung. Deshalb fand ich auch den Publishing Deal ein bisschen seltsam. Dass da einer nur Digitalvertrieb wollte. Obwohl Digitalvertrieb zu dem Zeitpunkt 0 war. Jetzt haben wir gerade mal 8,6% Digitalvertrieb. Und er wollte 14 Millionen von mir. Das sind Publishing-Deals, wo ich sage, da kann man nur den Kopf schütteln. Ich hätte ja ganz gern, dass der Entwickler irgendwie hingeht und sagt, das, was der Computer macht, das machen wir auch. Also mit anderen Worten, ich kann 9 Dollar bieten für jedes Spiel und das war's. So, die Automaten können wir gleich, glaube ich, mittlerweile einstellen. Dafür könnten wir mal eine Konsolenabteilung bauen langsam. Aber wir haben jetzt genug Geld. Keine neuen Lizenzen. Moment. Automation beenden. Neues Engine-Feature. Wir haben jetzt genug Geld, also entweder kaufen wir das und bauen alles um, oder wir machen das, was ich gerne machen würde. Wir gucken noch mal nach dem hier, ob da noch geht, also ob wir den kaufen können oder nicht. Also das hier wäre auch ein interessanter Kandidat. Weil der halt schon 5 Sterne hat und relativ billig ist. Aber irgendwo muss doch auch mein Favorite liegen. Ist der im Marktpreis abgestürzt? Oder habe ich ihn überlesen? So, die sind auch ganz interessant, weil sie 5 Sterne haben. Da ist Valve. Oh. Nee, der ist zu teuer geworden. Das war, glaube ich, Tendenz, ne? Dann kaufen wir uns da unten ein. Also erst nochmal gucken wegen Valve. Aber 180, na, 180 Millionen. Wir würden es zusammen kriegen, Valve zu kaufen. Was sagen die Lagerbestände? Die sagen, da geht noch ein bisschen was. Da kriegen wir noch Kohle rein. Zehn Jahre nach Gründung würden wir die kaufen. Weil die Publisher sind und super Spiele produzieren.
Ich habe ja auch einen Wert von 180 Millionen. Wie kann ich einen Wert von 180 Millionen haben? Also ich glaube, die meinen mit Spiele IPs, nicht Spiele. Wir werden es gleich sehen, nicht kaufen. Naja, es sind vier IPs und er hat, glaube ich, überall zwei Spiele gemacht. Und Full Life wird ein Knaller. Das sind halt die Spiele. Wir kaufen Valve. Peng gehört uns. Ich habe nur noch 4 Millionen auf dem Konto. So. Das heißt, wir müssen kein Publishing mehr machen. Wir gehen erstmal einen Preis hoch. Wir zahlen 9 Dollar, wenn bei uns einer published. Wir müssen ihn nicht aufwerten. Er hat den höchsten Wert. Er hat einen Publishing-Deal. Er ist an der Arbeit von einem Spiel, ist noch 63 Wochen damit beschäftigt. So, jetzt machen wir erstmal einen Firmennamen-Umbenennung. Dass wir wissen, dass es unsere ist. OBG. Bindestrich Valve. Wo ist meine Maus? Da. So. Weiß nicht, wieso Strategie, aber okay. Ich bin gerade am Überlegen. Ich könnte jetzt hingehen, könnte ihm Packboy geben. Oder könnte mir Full Life holen. Eins von beiden. Ich mache weder noch im Moment. Die haben sehr gute Bewertungen. Drei goldene Schallplatten. Noch kein Scheißspiel produziert. Die haben Spiele für andere vertrieben. Gut, gibt noch keine Umsatzbeteiligung. Das sind selbstentwickelte Spiele. Das letzte, was noch auf dem Markt ist, ist jetzt nicht so ein Knaller. Ist ein B-Plus-Spiel. 36% Review-Bewertung. Warum das Ding 4 Millionen Umsatz macht, verstehe ich auch nicht unbedingt, aber gut. Computer halt, der cheatet. So, und jetzt kommen wir zum richtigen Ding. Wir wollen großzügig die Entwicklungsdauer nehmen. Wir wollen, nee, ich glaube, wir wollen gar keine Vorgaben machen, was die Größe angeht, weil wir sind, glaube ich, noch nicht bei AAA-Titel angekommen. Er soll sich auf Strategie bevorzugt stürzen, weil er dafür die Marktstärke hat. Da greifen wir gar nicht ein. Er soll unsere Visim Engine, die nehmen wir nämlich immer als erstes in die Aufwertung, wenn wir neue haben. Die soll er benutzen. Er soll die Spiele selbstständig veröffentlichen, wenn die unter 90% sind. Er soll sich auf Full Life konzentrieren. Und er soll, wenn es geht, auf PC und Mac entwickeln und den Rest kann er dann auch noch frei entscheiden, da hat er keine Vorgaben. Und ansonsten verbiete ich oder so nix. So. Gummipunkt schreibt: Gute Nacht, wünsche ich dir auch. Schön, dass du da warst. Sofern du gerade gehst. Ich glaube aber ja. Wenn ich das hier so überfliege, war das deine Verabschiedung. War gerade ein bisschen in Gedanken, ob das überhaupt gut geht. Ich müsste mal nachgucken, ob das Spiel Full Life überhaupt wirklich ein Strategiespiel ist. Das ist nämlich ein First-Person-Shooter.
Ich hoffe nicht, dass er daraus jetzt Strategie macht. Ich glaube, ich nehme das dem da oben wieder raus. Keine Vorgabe. Ich glaube, das passt dann besser. So. Und dann kann der mal loslegen. Und wir legen auch mal los. Wir verkaufen nämlich einfach den Kram weiter und haben schon wieder 10 Millionen auf dem Konto. So, Open World 3D-Grafik ist noch in Entwicklung, da haben wir nichts mit am Hut. Spieleberichte erstellen, das ist wichtig. Software Manager, Spiel des Jahres und bester Soundtrack. Das gibt nochmal einen Hype im Abverkauf. Was heißt kostenloses Add-on? Kostenloses Update. Weiß ich nicht, ob das eins braucht momentan. Das scheint ziemlich perfekt zu sein, so wie die das verkaufen. Ne, wir machen lieber noch ein kostenpflichtiges Add-on. Bin am Überlegen. Nö, ich will den Abverkauf weiter pushen. Aber dann bricht das erste Addon, glaube ich, zusammen, ne? Wenn ich das zweite Addon rausbringe. Neue Hardware, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was ich da nennen soll. Ich weiß nicht, was man für Addon-Namen da nimmt. So, das sieht alles gut aus. Gibt es hier neues Feature? Ja, immer noch das. Und dann würde ich sagen, let's go. So, dann können die mal helfen. Nee, können sie nicht. Stopp, ja, ist ja gut. Polishing. Bugfixing. Und los geht's. So, Marketingkampagne. Spiel. Neue Hardware. Hat leider auch nur 24%. Ich weiß nicht, warum die so tief einsteigen. Wahrscheinlich, weil es Addons sind. Fangen wir mit Radiowerbung an. Wir müssen ja jetzt wieder an Geld kommen. Wir haben ja nur noch 34 Millionen dank dem Zeug, was da auf dem Markt ist. Echt unglaublich. Es verkauft sich gerade alles wie geschnitten Brot. Wir produzieren mal das Hauptspiel nach. Wir gehen es mal vorsichtig an mit 1 Million. Ist das 1 Million oder habe ich 10 Millionen gemacht? Ich werde gerade ein bisschen nachtblind oder so. So, da bin ich mir nicht sicher, wenn wir das andere rausbringen, ob das dann noch so gut läuft. Ich mache mal nur 500.000 drauf. Ich müsste noch so viel andere Sachen hier machen. Ich müsste eigentlich in der Mitte das Ding auch kaufen, aber das war wichtig, dass wir jetzt Valve gekauft haben. Weil die werden im Wert immer weiter steigen. Und wenn das Spiel, was die gerade machen, rauskommt, das scheint ein großes zu werden, wird das auch interessant. Und sie bringen gerade Warworm 3 raus, wo sie auch Umsatzbeteiligung haben, weil sie da Publisher sind. Da werden wir mit Sicherheit auch ganz gut Geld dran verdienen. Ja, auf schwer sind 40 Millionen. Also wir hatten ja 100 und ein paar zerquetschte. Jetzt haben wir nur noch 48. Aber jetzt sind es schon wieder 52 Millionen. Das geht so rasend schnell.
wenn mal die Sachen richtig draußen sind und am Laufen sind, die du brauchst. Was soll denn das? Wieso ziehen die mir... Wieso ziehen die mir so Dinge ab hier? So, ich bin gerade am gucken. Müssen noch mal Internet starten. Kurios. Ah, super. Sound. Immer wieder neue Engine. Wir müssen die Engine auch mal upgraden. So, Mars Colony. Haben wir über die Engine wieder ein bisschen Geld gekriegt. Wir haben schon wieder... Das ist unglaublich. So, Software Manager. Entwicklung fortsetzen. Ich glaube, die ist noch nicht ganz fertig, oder? Bugs sind alle raus. Das passt alles. Doch, ist fertig. Entwicklung abschließen. Und dann einfach selbst vertreiben. Wir bleiben bei den Preisen. Weil es ist ein Add-on. Und das will ich nicht unnötig teurer machen. Als diesen Preis, den wir da haben. Keine 90%. Ich bin entsetzt. Spiel produzieren. Wie viel werden wir von neuer Hardware wohl verkaufen? 50.000 davon mal. Ich glaube, wir fangen mal vorsichtig mit 500.000 Einheiten an. Nachproduzieren können wir immer noch. Ja, ich habe überhalb vergessen, ne? Aber ist alles so eine Sache, das alles in meinem Kopf zu behalten. Wir machen mal eine Demo-Veröffentlichung, das bringt ein paar Prozent. Dann machen wir, glaube ich, nochmal eine Fernsehwerbung. Ja, immerhin 38.000 verkaufen wir. Eieiei. Ne, da habe ich ein bisschen gepennt gerade. Das ist, wie gesagt, die Zeit. Es läuft nicht mehr ganz so rund, aber kaum kommt das auf den Markt, bricht auch hier ein. Das Spiel dafür geht mehr ab. Und der Lagerbestand vom Spiel sagt, produzier mal nach. Ich bin am Überlegen, wir verkaufen in der Woche so um die 100.000. Ich glaube, ich stelle den mal ein auf 120.000. Und sag Auto und vergesse einfach mal dieses Hauptspiel und kümmere mich mit dem anderen Produktionsgerät um die Add-ons. Jo, wir müssen Engines upgraden. Ganz, ganz wichtig. Und ich überlege, wann ich Schluss mache heute. War ja gestern schon 2, heute schon wieder nach 1. Alter Schwede. So, Konsolenfeatures, da waren wir dran. Darauf habe ich gewartet. Perfekt. Es läuft. Es ist nach 0 Uhr. Das Glück hat sich gedreht. 50% Preisnachlass. Und wir kaufen für 70 Millionen, die wir auch zufällig gerade haben, einfach in der Mitte. Ach du lieber Himmel. Habe ich dafür gesorgt, Kenny? Tut mir leid. Wollte dich nicht so lange hier fesseln.